Eigentlich ist es ein echter Treppenwitz der Börsengeschichte, den wir derzeit erleben. Erinnern wir uns, die EZB hebt die Zinsen um 0,75% an, so viel wie noch nie in ihrer jahrtausendalten Geschichte. Dann kommen extrem hawkische Kommentare seitens der EZB. Wir werden wahrscheinlich die Zinsen nochmal sehr viel deutlicher anheben. Jetzt ist sogar die Rede von einer Bilanzreduzierung. Das hat vorher noch keiner gesagt innerhalb der EZB. Dann haben wir Fed-Speaker, 8 Stück diese Woche, die alle so derartig hawkisch sind, dass es kracht. Und was passiert? Die Aktienmärkte steigen. Und das Witzige, der Treppenwitz besteht eigentlich darin, dass die Aktienmärkte steigen, weil die EZB die Zinsen so stark anhebt und weiter anheben will. Und warum das so ist, das will ich in diesem Video kurz zeigen. Schauen wir uns mal diese Headline an. Heute: Stocks climb as dollar reversal fuels risk on mode. Also der schwächere Dollar, der befeuert hier diesen Risk-on-Modus, diese Bereitschaft wieder auf Risiko-Assets zu setzen. Und was wir hier in diesem Chart von Sven Hendrik sehen, ist die Korrelation zwischen Dollar und dem S&P 500, also zwischen den Greenback und den US-Aktienmärkten. Dementsprechend für die weltweiten Aktienmärkte könnte man sagen, der Dollar ist hier invertiert. Das heißt, wenn der Dollar stark ist, gehen die Aktienmärkte nach unten. Und umgekehrt, jetzt haben wir einen massiv starken Dollar gesehen, die Aktienmärkte hatten Probleme. Jetzt sehen wir ein bisschen Erleichterung, weil eben der Dollar schwächer ist und Euro-Dollar ist eben der maßgebliche Treiber für den Dollar-Index. In diesem Währungskorb hat der Euro eine Gewichtung von 54%, ist er also geradezu dominant. Dementsprechend hat die Zinsanhebung der EZB, diese Jumbo-Zinsanhebung plus Ankündigung weiterer Zinsschritte plus jetzt die überfällige Überlegung, jetzt mal die Bilanzsumme zu reduzieren, wie es die Fed ja jetzt schon einige Monate macht, die hat dazu geführt, dass der Euro sich erholen konnte, damit der Dollarindex nach unten, und das nimmt einfach Stress aus dem System, denn ein starker Dollar ist ein Stresssymptom, ist eine Fieberkurve für den Stress im System, denn er bringt diejenigen, die in Dollar verschuldet sind, und das sind viele, viele Länder, viele, viele Unternehmen, die bringt er in Schwierigkeiten, wenn der US-Dollar eben zur eigenen Landeswährung zu stark aufwertet, dann werten eben auch die Schulden auf. Das ist genau das Thema. Und hier sehen wir mal diesen technischen Bruch, zumindest im kurzen Zeitfenster. Übergeordnet ist der Aufwärtstrend beim Dollar nach wie vor natürlich intakt. Aber wir sehen im kurzen Zeitfenster hier, dass doch dieser Bruch, es war ein Stundenchart, dass dieser Bruch erfolgt ist. Dann hier nochmal diese Äußerung etwa Knut, der Holländer, der heute gesagt hat, das war ein powerful signal, dieser 75 Basispunkte Schritt, mehr Schritte werden kommen. Ich sehe große Risiken, sagt er, Zweitrundeneffekte, also dass praktisch die Lohnpreisspirale noch in Gang kommt. Und jetzt eben, wie die Financial Times berichtet, erste Gespräche darüber, wie man die Bilanzsumme reduzieren kann. Das hat die EZB ja gemieden bisher, dieses Thema, wie der Teufel das Weihwasser. Jetzt traut man sich plötzlich ran. Man sieht also, die sind in totalem Panikmodus. Und da sind sie natürlich timingmäßig natürlich wieder zum genau falschen Zeitpunkt. Jetzt ist wahrscheinlich das Gröbste erstmal vorbei. Erstens, zumindest was die Amerikaner betrifft, in Sachen Inflation. Und vor allem sehen wir jetzt, dass die Wirtschaft sich so deutlich abkühlen wird, dass man jetzt eben in diese Rezession rein dann die Zinsen anhebt. Und diese Zusammenhänge hat etwa Goldman Sachs heute auf den Punkt gebracht. Man hat eben gesagt, okay, diese Dollarstärke ist ein richtiges Problem. Wenn aber jetzt andere Notenbanken und vor allem die zweitwichtigste der westlichen Welt, zumindest die EZB, hawkischer wird, dann ist das eben positiv letztendlich für Risk Assets, weil sich die Ungleichgewichte zwischen dem Dollarraum und dem Euroraum ein bisschen verringern. Da war ja die Fed maßgeblich voranmarschiert. Die EZB hat alles ignoriert, geleugnet, gesagt, Inflation gibt es nicht und wenn, ist sie bald wieder vorbei. Jetzt sind sie völlig umgesteuert und das bringt das System ins Gleichgewicht oder mehr ins Gleichgewicht. Aber die Folge ist eben jetzt dieser hawkischen Rhetorik der EZB, wie wir hier sehen, wie Holger Cepic anmerkt, wir sehen die 10-jährige Anleiherendite Deutschlands, die Bundesanleiherendite, die steigt jetzt auf 1,79%, damit fast auf dem höchsten Stand seit 8 Jahren. In Italien,
In Italien, da haben wir jetzt über 4% praktisch bei der Anleiherendite. Das wird langsam wehtun. Das dürfte jetzt vielleicht noch im Wahlkampf in Italien, die Wahlen ja am 25. September, eine Rolle spielen. Und diese Wahlen, die werden für die Märkte ein Problem werden. Wenn Meloni von den Fratelli d'Italia gewinnt, und danach sieht es derzeit aus, dann haben wir eine rechtspopulistische Regierung, die überhaupt nicht so zur eher gender-diversitätsorientierten EZB passen dürfte, und das wird dann noch eine interessante Auseinandersetzung. Wir sehen den Dollarindex hier im Fallen, wie gesagt, das steigert die Risikobereitschaft. Wir sehen, dass die Chinesen vor allem jetzt dafür sorgen wollen, dass der Yuan nicht zu stark abwertet. Hier Dollar-Yuan jetzt auch wieder ein bisschen zurückgesetzt. Und das große, 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 große Thema natürlich insgesamt sind die Energiepreise in Europa. Und da sehen wir auch ein bisschen Erleichterung. Das hilft natürlich auch. Gaspreis, Strompreis doch jetzt deutlich niedriger als etwa noch vor einer Woche, als Gazprom gesagt hat, wir drehen den Gashahn doch nicht mehr auf. Jetzt ist die EZB schon so besorgt, dass sie jetzt Banken angewiesen hat, macht mal ein paar Stresstests. Wenn Energieversorger, große Energieversorger umkippen, bereitet euch darauf vor, und das passiert ja. Die EnBW-Tochter VNG braucht jetzt Staatshilfe. EnBW schreibt es selber noch ganze schmackhafte Gewinne. Man könnte ja vielleicht vermuten, dass die auch ein bisschen helfen. Nein, das muss jetzt der Staat machen. Aber wie krass die Dinge am Gasmarkt sind, sehen wir alleine mal, wenn man zum Beispiel den Dutch TTF Natural Gas Future handelt, also den Erdgas Future, der für praktisch den europäischen Markt relevant ist, dann musste man im Mai 2021, also vor gut einem Jahr, für einen solchen Kontrakt 2.880 Euro hinterlegen, und jetzt, wenn man diesen Kontrakt handeln will, 51.120 Euro. Das zeigt so ein bisschen die Dimensionierung, und gerade diese Margins, die sind ja ein maßgeblicher Faktor auch am Energiemarkt, weil sich die Energieerzeuger oft mit Short-Positionen abgesichert haben. Die kamen mit dem Anstieg unter Druck. Margin-Nachforderungen, die mussten also immer mehr Geld nachschießen, damit ihre Absicherung jetzt bleibt. Die EU einigt sich heute auf einen Vorstoß zur Entwicklung von Maßnahmen. Man einigt sich also, dass man vorstoßen will. Das ist großartig. Das ist natürlich auch der Schwierigkeit der Heterogenität der Eurozone geschuldet. Hier hat einer der Beteiligten gesagt, es gibt 27 Staaten mit völlig unterschiedlichen Energiemixen, völlig unterschiedlichen geografischen Lagen, was bedeutet, dass es stärkere oder weniger starke Sommer und Winter gibt, mit völlig unterschiedlichen Verbindungen. Und dass es bei einer so heterogenen Situation leider sehr schwierig ist, schnell den Königsweg zu finden, die Lösung, die alle zufriedenstellt, das kann man sich vorstellen. Das zeigt natürlich aber auch die Schwäche der EU und der Eurozone, dass man hier eben sehr, sehr heterogen ist. Das kann in manchen Punkten vorteilhaft sein, aber in solchen Fragen, wo man jetzt wirklich Entscheidungen treffen muss, ist das natürlich ein kleines Problem. Auf jeden Fall wird irgendwer die Zeche zahlen müssen. Entweder geht das Ganze dann ins Staatsdefizit, oder man nimmt es den Firmen oder man nimmt es den Konsumenten, aber das sind locker 5% des BIPs, was da mal eben weggefressen wird, egal wer es bezahlt. Das darf man nicht vergessen. Und schauen wir uns jetzt mal Deutschland an. Die momentane Stromerzeugung in Deutschland ist mit 435 Gramm CO2 pro Kilowattstunde somit das dreckigste, was Europa zu bieten hat. Frankreich hat 114, also nur etwas mehr als ein Viertel. Wie schauen Grüne auf solche Daten und denken, ja, der Atomausstieg war und ist richtig? Diese Frage stelle ich mir auch schon lange. Vielleicht kann sie mal jemand von den Grünen beantworten. Mir erscheint das ein bisschen schleierhaft. Also entweder geht es denen wirklich um CO2-Verminderung, dann dürften sie nicht das machen, was sie machen. Oder es geht ihnen doch eher um Atomkraft, mehr so was Symbolisches, weil böse, keine Ahnung. Also es hat so irgendwie scheinbar metaphysische Gründe, warum die Herrschaften da dagegen sind. Und es wird höchste Zeit, dass die Wirtschaft lautstark protestiert, wie Daniel Stelter hier in einem Artikel für das Handelsblatt fordert. Und ich glaube, die Wirtschaft ist schon sehr unruhig, und so langsam hat es die Politik kapiert, so langsam beginnt es die Öffentlichkeit zu kapieren, dass da möglicherweise irgendwie so ein bisschen Voodoo-Energiepolitik betrieben wird durch Habeck und Konsorten, dass das hinten und vorne nicht passt, dass wir damit letztendlich die Deindustrialisierung Deutschlands riskieren.
Und das, weil irgendwelche Leute irgendwelche fantastischen Träume aus der Vergangenheit haben, die leider nicht realistisch sind. Es ist ja nachvollziehbar, dass wir versuchen, möglichst sauber zu werden, möglichst die Umwelt nicht zu stark zu belasten. Absolut nachvollziehbar, aber man muss das ja irgendwie mit ein bisschen Pragmatismus, mit ein bisschen Fingerspitzengefühl machen. Und das passiert nicht. Jetzt, by the way, hier das neueste Atomkraftwerk in Europa hat jetzt tausende Megawatt produziert am Freitagmorgen, ein absoluter Rekord. Und das hilft jetzt, während eben hier unsere Bundesregierung unter Führung des Wirtschaftsministers eben mal das Ganze abschalten will, beziehungsweise irgendwie in der Reserve schlummern lassen will, was überhaupt keinen Sinn macht, weil es Geld kostet und die Dinger nicht so schnell raufgefahren werden können. Aber now let's come to the markets, ladies and gentlemen. Ich hatte hier gestern im Marktflüster getitelt, der Zins ist wieder da, Anspielung auf die EZB-Zinsanhebung und biblisch Short Squeeze. Wir sehen jetzt den Nasdaq praktisch 2% im Plus. Das wäre dann der dritte Tag in Folge mit Gewinnen. Das erste Mal seit Juli. Also es geht ein bisschen was nach oben und diesen biblischen Short Squeeze schauen wir uns gleich nochmal an. Aber wir hatten eine hawkische Fed Speak Vertreter wieder. Heute ballert etwas St. Louis Fed. Hier, dass selbst wenn jetzt die Inflationsdaten nächste Woche, wenn die gut ausfallen, also niedrig ausfallen, dann wird das meine Entscheidung in Sachen Zinsanhebung nicht verändern. Ich will weiter ein Dreiviertel Zinsschritt haben. Ich will bei 3,75 bis 4% Ende des Jahres sein. Wir sollten jetzt schon frontloaden, also jetzt die ganzen Geschichten möglichst schnell machen. Labor Market ist tight, also hawkisch, 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 mehr hawkisch geht nicht. Und insgesamt hatten wir jetzt 8 Fed-Speaker, die alle versucht haben, wie Sven Hendrik hier zeigt, eigentlich die Märkte so ein bisschen runterzureden, hier zu sagen, Mensch, Inflation viel zu hoch, Peak der Inflation, glaube ich nicht dran. Und wir sehen hier praktisch das Dashboard tiefgrün. Wir haben 91% der Aktien in den USA, die heute Gewinne machen. Das ist also Breitest. Das sind nicht nur die Dickfische wie eine Apple, eine Microsoft oder eine Google oder eine Amazon, die praktisch hier die Märkte nach oben ziehen, sondern es ist wirklich breit gestreut. Interessant auch, by the way, dass wir jetzt die Two-Year-Break-Evens, die praktisch die Inflationserwartungen bemessen, auf dem niedrigsten Stand seit Januar 2021 haben. Wie ist das zu erklären? Nur ja, man sagt sich, okay, die Wirtschaft fällt in eine Rezession, zumal eben die Notenbanken jetzt so stark an der Zinsschraube drehen. Wir sehen aber auch, dass bei Google zum Beispiel Suchanfragen in Sachen Inflation massiv abgestürzt sind. Die Leute googeln also viel weniger Inflation. Wichtiger Indikator vielleicht. Vielleicht auch, dass die chinesischen Erzeugerpreise, die eine gewisse Korrelation auch haben, eben zu den Inflationsdaten aus den USA und in China, sind die Erzeugerpreise lange nicht mehr so hoch, sind deutlich runtergekommen. Wir sehen praktisch deflationäre Exporte, wenn man so will, von China in die westliche Welt. Das könnte ein Faktor werden. Aber vor allem in Europa wird die Inflation nicht schnell nach unten gehen. In den USA hatten wir jetzt diese massiven Rückgänge bei den Benzinpreisen, aber wir haben diese Sticky-Komponenz Miete. Und da fragt man sich, naja, wie wird das von der Fed jetzt einberechnet? Das Ganze mir ja mit einer Zeitverzögerung, das macht die ganze Geschichte so schwierig. Aber zurück zu dem Short Squeeze, meine Damen und Herren. Diese Grafik hatte ich schon gezeigt. Massivste Absicherungen von Institutionellen, die ihre Portfolios, die wahrscheinlich auf der Long-Seite ausgerichtet sind, also aus Aktien bestehen, abgesichert haben mit Puts, und zwar in einer extremen Weise, wie wir es in den letzten 22 Jahren nicht gesehen haben. Und je stärker die Märkte steigen, umso mehr wird dann da eingedeckt, umso mehr fangen dann auch an zu quietschen oder sagen sich, bah, die brauche ich nicht mehr. Ist doch alle Jotje, Young, Aktien sind nicht so richtig gefallen. Aber wie gesagt, wir sind noch lange nicht, ist die Kuh vom Eis, denn wir sehen, die Renditen steigen wieder, etwa in Europa. Und diese Zinsanhebungen bringen natürlich insofern Stress ins System, als sie faktisch Liquidität entziehen. Und Aktienmärkte brauchen Liquidität. Dementsprechend ist das, was wir sehen, wahrscheinlich eine impulsive, eine schöne Short Squeeze Rally, die wir hier erleben, zumal auch die Puts auf Einzelaktien massiv nach oben gegangen sind. Also es ist schon ziemlich dick, und das sind so Konstellationen, da passiert eigentlich das Ungewöhnliche, denn bei so hawkischer Rhetorik müsste normal die Aktienmärkte abstürzen. Aber die fragen sich jetzt, naja, was soll alles noch kommen? Putin hat das Gas abgedreht. Die Notenbanken sind so hawkisch, dass du nicht mehr hawkischer werden kannst. Vielleicht sind die Inflationsdaten nächste Woche aus den USA ja doch tiefer,
dann wäre das doch ein Zeichen, dass die Inflation abebbt und. Also viel schlechte Nachrichten können gar nicht mehr kommen. Es kann fast nur besser werden, so die Argumentation, die durchaus sehr schlüssig ist in kurzen Zeitfenster. Hier haben wir mal in einem Chart von Capital.com den Nasdaq 100 und hier sehen wir, ja, wir laufen jetzt auf einen wichtigen Widerstand. Also da ist natürlich das vieles schon abgefrühstückt, die Kerze ein bisschen steil. Zu erwarten wäre, dass da dieser Widerstand, der so nochmal so 50, 100 Punkte vom aktuellen Niveau jetzt entfernt ist, dass es da erstmal schwierig wird. Interessante Beobachtung, wenn wir hier jetzt nochmal zum Ukraine-Krieg kommen, der ja Auslöser von vielen Entwicklungen ist, aber nicht die Ursache der Inflation, das sollte man vielleicht auch nochmal betonen, dass hier extrem rechtsgerichtete Kreise wie Igor Girkin ein Video gemacht hat, wo er sagte, wir haben schon verloren. Der steht also in Kontakt, ist selber ein Kämpfer, ist in sehr gutem Kontakt mit Frontsoldaten, was er in diesem Video hier klar macht. We've already lost, the rest is just a matter of time. Also die extremen Rechten sind unzufrieden mit der Kriegsführung der Russen, werfen ja auch Putin vor, Mensch, du hättest die komplette Infrastruktur der Ukraine erstmal lahmlegen können, Eisenbahn etc. etc., dann hätten die westlichen Mächte keine Waffen liefern können etc. Also es scheint nicht so richtig gut zu laufen, wenn solche Stimmen jetzt kommen, und zwar nicht aus dem eigentlich Putin-kritischen Lager, sondern eher aus dem rechtsextremen Lager, die Ultranationalisten, russische Ultranationalisten sind, wie hier der Guardian berichtet. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Immobilien, warum sich der Markt ändert. Größe, Käuferschicht fällt weg. Interessant, immer bei Immobilien. Das Thema ist absolut faszinierend. Interessante Aussagen hier. Und fast noch interessanter, Inflation entsteht wie. Frank Thelen gegen Ulrike Herrmann waren ja gestern bei Markus Lanz in der Fernsehdiskussion. Da hat die Herrmann dem Herrn Thelen vorgeworfen, du hast doch keine Ahnung, wie Inflation entsteht. Naja, unten sehen wir etwa mal, das hat mein Kollege Claudio Kummerfeld gezeigt, die Inflation in den USA und die FED-Bilanz. Die FED-Bilanz explodiert nach oben und mit einer gewissen Zeitverzögerung die Inflation. Also es gibt möglicherweise, so Unkengelehrte, einen Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation. Jetzt gibt es die Fratscherinos dieser Welt, die sagen, na, überhaupt nicht. Geld, das ist Zufall. Ne? Diese Grafik ist Zufall. Die hat aber keine wissenschaftliche Grundlage. Ne? Also natürlich hat das was miteinander zu tun. Frank Thelen hat recht, aber dennoch ist seine Urteilskraft nach meiner Auffassung, naja, es geht so. Der hat ja auf Werte gesetzt, auf so Hyperwerte, die nur dadurch so explodieren konnten, wegen der ultra-extremen Liquidität der Notenbanken. Und jetzt sind sie abgestürzt. Also, aber da hat Thelen recht, der sonst ja viel gescholten wird wegen seiner Performance. Aber schauen Sie sich das mal an. Hochinteressant. Zweite Empfehlung. Ich empfehle mich, wünsche ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag. Servus. Ciao.